Mein Thema ist wirklich nicht Controlling, wie es der Karl Breuer am Vormittag genannt hat, sondern die klassische, echte Kontrolle. Ich kann auch sehr gut anknüpfen an meine Vorredner. Ich bin im öffentlichen Recht, also in dem Sektor, den der Christoph Klein ganz am Anfang beschrieben hat. Es geht um das Interesse des Staates an bestimmten Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel der Einhaltung von Arbeitszeitgrenzen, und das auch durchzusetzen und zu verfolgen. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen am Anfang ein paar Hinweise gebe, was ist die Arbeitsinspektion insgesamt. Und zwar deswegen, weil einige von Ihnen, glaube ich, noch sehr jung sind und vielleicht bisher noch gar nicht mit einem Arbeitsinspektorat zu tun hatten. Aber auch, um ein paar Bilder zurechtzurücken über die Möglichkeiten und auch über die Unmöglichkeiten, auf die das Arbeitsinspektorat trifft. Das Arbeitsinspektorat ist eine Bundesbehörde, das ist ganz wichtig. Die Arbeitsinspektorate, sie sind ja regional verteilt, gehören zum Sozialministerium. Wir sind also keine Landesbehörde, wir sind eine Bundesbehörde. Und wir sind zuständig für alle Arten von Betrieben und Arbeitsstätten. Und das sind mittlerweile über 250.000 Betriebe mit über 3 Millionen Arbeitnehmern. Und wir sind auch zuständig für die Bundesdienststellen. Jetzt negativ formuliert, wofür ist die Arbeitsinspektion nicht zuständig? Das ist der Bereich der Land- und Forstwirtschaft und die Gemeinde- und Landesbediensteten. Aber für alles andere ist die Arbeitsinspektion zuständig. Und das zeigt vielleicht auch schon, sozusagen, oder erklärt vielleicht zum Teil, warum Sie vielleicht noch nie einem Arbeitsinspektor, einer Arbeitsinspektorin begegnet sind. Wir haben etwas über 300 Arbeitsinspektorinnen und Arbeitsinspektoren zurzeit, umgelegt auf die Zuständigkeit, über 250.000 Betriebe, da entfallen auf einen Arbeitsinspektor im Schnitt etwas über 800 Betriebe. Wir haben im letzten Jahr knapp 67.000 Betriebskontrollen durchgeführt. Aber das heißt trotzdem, wir kommen nicht jedes Jahr in einen Betrieb, wir kommen manchmal zweimal, dreimal in einen Betrieb, wenn es Unfälle gibt etc. Aber das heißt natürlich, dass wir und das ist gerade durchaus auch ein Bereich der GPA, in den klassischen Dienstleistungsbereich eher weniger kommen. Und das ist mittlerweile auch ein Grund sozusagen, warum Sie uns vielleicht noch nie gesehen haben und warum Ihre Aufgabe, ohne sie jetzt übermäßig belassen zu wollen, eine umso wichtigere ist, weil Sie als Betriebsrätinnen ja täglich im Betrieb sind und wissen, was dort abläuft. Auf welcher Basis agieren wir? Das eine ist das Arbeitsinspektionsgesetz, vereinfacht ausgedrückt regelt es das Wie wir zu kontrollieren haben, und dann das materielle Arbeitnehmerschutzrecht, alle Vorschriften zur technischen und arbeitshygienischen Schutzvorschriften, das Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz im Wesentlichen und seine Verordnungen und der wichtige Punkt Arbeitszeit- und Verwendungsschutz. Da geht es um Arbeitszeit- und Arbeitsruheregelungen, da geht es dann auch um Schutzbestimmungen für bestimmte Beschäftigtengruppen, Schwangere, Jugendliche. Für all das ist die Arbeitsinspektion zuständig und für all das haben wir auch wichtige Befugnisse. Wir können einen Betrieb jederzeit betreten. Wir haben ein umfassendes Einsichtsrecht, wir haben ein umfassendes Befragungsrecht etc. Und, das ist auch wichtig, wir können und müssen in bestimmten Situationen Strafanzeigen stellen. Die Arbeitsinspektion selber ist nicht Strafbehörde. Strafbehörde sind die Bezirksverwaltungsbehörden bzw. im Rechtszug dann Landesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtshof. Aber die Arbeitsinspektion sozusagen stellt den Strafantrag und beantragt darin auch eine bestimmte Strafhöhe und ist Partei in diesem Verwaltungsstrafverfahren. Und bei bestimmten massiven Bedrohungen, Hausnummer in einem Steinbruch droht eine Wand runterzustürzen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Sofortmaßnahmen zu setzen, also sofort einen bestimmten Arbeitsbereich zu sperren zum Beispiel. Ja, weil Sie als Betriebsräte hier sitzen, sozusagen nutze ich die Gelegenheit, auch noch einmal herauszuheben, wo Kontaktmöglichkeiten zwischen Arbeitsinspektion und Betriebsrat bestehen. Der Betriebsrat hat das Recht, an den Kontrollen, an den Betriebskontrollen der Arbeitsinspektion teilzunehmen. Er ist dazu vom Arbeitgeber zu verständigen, also nicht das Arbeitsinspektorat sozusagen lädt den Betriebsrat ein, sondern das Arbeitsinspektorat fragt natürlich, wer ist Betriebsrat.
und der Arbeitgeber hat, den Betriebsrat beizuziehen. Ich weiß, dass es viele, und das ist auch gut, so informelle Kontakte gibt zwischen Betriebsräten und Arbeitsinspektoraten und daher ohnehin die Informationen hier fließen, aber formal, vom Rechtlichen her, trifft die Pflicht zur Beiziehung zu Betriebskontrollen den Arbeitgeber. Eine ganz interessante Regelung, und ich habe in meiner Praxis noch nicht gehört, dass sie auch wahrgenommen worden ist, darum möchte ich sie in Erinnerung rufen. Arbeitsinspektorinnen, Arbeitsinspektoren könnten zu einer Betriebsversammlung eingeladen werden von Ihnen, wenn es ein Thema ist, wir stehen dazu zur Verfügung. Und oft kritisiert die Beratungsaufgabe der Arbeitsinspektion, auch vielfältig falsch verstanden, sozusagen, dass wir nur beraten, das tun wir sicher nicht. Wir beraten eben auch, aber wir beraten eben nicht nur Arbeitgeber, wir sind auch dazu, der Arbeitnehmer, Betriebsräte, Interessenvertretungen zu beraten, wenn es gewünscht wird. Ja, konkret, was passiert bei einer Betriebskontrolle? Wie gesagt, neben dem Betriebsrat, und ich habe das schon erwähnt, sind beizuziehen die Sicherheitsvertrauenspersonen und, wenn es den jeweiligen Aufgabenbereich betrifft, auch die Präventivfachkräfte, also die Sicherheitsfachkräfte und die Arbeitsmediziner, Arbeitsmedizinerinnen. Wenn ein Mangel, eine Übertretung, ein Verstoß gegen eine Arbeitnehmerschutzvorschrift, egal in welchem Bereich technisch, Verwendungsschutz, festgestellt wird, dann ist grundsätzlich der Arbeitgeber aufzufordern, diesen Mangel abzustellen. Und eine Kopie dieser Aufforderung ergeht auch an den Betriebsrat. Wenn innerhalb einer gesetzten Frist diese Aufforderung nicht befolgt wird, erfolgt eine Strafanzeige. Und eine Strafanzeige erfolgt sofort bei schwerwiegenden Übertretungen. Das wird noch einmal dargestellt. Also es gibt eine Übertretung, da wird darauf hingewiesen, schon im Zuge der Betriebsbesichtigung wird klargestellt, wo ist der Mangel, wie ist er zu verbessern. Und er wird mit einer Frist versehen und sagt, jetzt müssen Sie das korrigieren, sonst erfolgt eine Strafanzeige. Und wenn das passiert, der Betrieb meldet rück, wir haben diesen Mangel beseitigt, dann ist damit die Sache erledigt. Wenn das nicht passiert oder von vornherein, wenn es eine schwerwiegende Übertretung ist, erfolgt eine Anzeige an die Verwaltungsstrafbehörde und in diesem Verwaltungsstrafverfahren ist das Arbeitsinspektorat Partei, aber eben nicht entscheidende Behörde. Entscheiden tut über die Verwaltungsstrafe die Bezirksverwaltungsbehörde. Und dann gibt es noch die Möglichkeit einer Sofortmaßnahme bei Gefahr im Verzug beziehungsweise bei Verdacht auf eine gerichtlich strafbare Handlung die Möglichkeit der Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Das ist sozusagen das, was die Arbeitsinspektion im Betrieb macht. Ja, und jetzt, was Sie besonders natürlich heute und hier interessiert, ist die Arbeitszeitkontrolle. Wann wird überhaupt kontrolliert? Arbeitszeitkontrollen, wie jegliche Kontrolle, wird veranlasst durch eine sogenannte Routinekontrolle, das heißt durch eine von der Arbeitsinspektion in ihrem Arbeitsplan selber vorgesehene Kontrolle auf Basis der Daten, die wir zur Verfügung haben. Wir haben ein sogenanntes Prioritätspunktesystem sozusagen, das uns hilft bei der Auswahl der Betriebe, die wir von uns aus glauben, besuchen zu sollen. In dieses Prioritätspunktesystem fließt auch ganz generell die Bewertung des Arbeitnehmerschutzstandards durch den Arbeitsinspektor, die Arbeitsinspektorin ein. In diesen Fällen einer Routinekontrolle, wie ich es genannt habe, wird auch Arbeitszeit regelmäßig, aber nur stichprobenartig kontrolliert. Das heißt, hier ist die Chance, sage ich einmal, auf grobe Mängel zu stoßen, geringer. Wir haben Schwerpunktaktionen, wo wir entweder in einer bestimmten Branche oder ein bestimmtes Thema uns zur Aufgabe stellen. Zum Beispiel läuft zurzeit noch bis Mitte des Jahres, also bis 30. Juni, die Schwerpunktaktion Arbeitszeit im Handel. Passendes Thema, angeregt von der Gewerkschaft der Privatangestellten, der JP. Wo wir dann natürlich, wenn ein bestimmtes Thema sozusagen unsere Aufgabe ist, natürlich eine umfassendere Kontrolle vornehmen. Und dann ist es mir wichtig auch zu erwähnen, dass wir auch auf Beschwerden reagieren. Wir haben intern die Regelung, dass jeder Beschwerde nachzugehen ist. Wir bekommen Beschwerden von Betriebsräten, Gewerkschaften, aber auch von einzelnen Personen. Und in dem Zusammenhang ist es mir noch wichtiger, fast klarzulegen, es gibt die strikte Anweisung, bei einer Kontrolle auf keinen Fall offen zu legen, dass die Kontrolle durch eine Beschwerde verursacht oder ausgelöst worden ist und noch weniger und auf gar keinen Fall, von wem die Beschwerde stammt. Das heißt, wir bemühen uns hier sehr, sozusagen niemals
die Ursache der Kontrolle, nämlich die Beschwerde oder den Beschwerdeführer, offenzulegen. Und das hat bisher auch immer gut funktioniert. Wenn Arbeitszeit Thema der Beschwerde ist, dann ist natürlich auch hier die Prüfung eine umfassendere, wo man sich dann längere Zeiträume, mehrere Monate vielleicht anschaut, um Mängel zu entdecken. Wie wird kontrolliert? Und jetzt kommen die berühmten und schon vielfach erwähnten Arbeitszeitaufzeichnungen ins Spiel. Primär anhand der vom Arbeitgeber zu führenden und dem Arbeitsinspektorat vorzulegenden Arbeitszeitaufzeichnungen. Und hier haben wir tatsächlich das Problem, dass die Arbeitszeitaufzeichnungen manchmal perfekt sind, also keinen Hinweis geben, dass hier Verstöße vorliegen könnten. Natürlich, wenn man Hinweise hat, sozusagen von außen oder auch von Betriebsräten, von einzelnen Beschäftigten, kann man hier schon gezielter nachfragen, sich zum Beispiel Lohnaufzeichnungen, Verrechnungen von Kundenlisten etc. als Hilfsinstrumente heranziehen, um Verstöße zu entdecken. Aber wie gesagt, wenn man allein auf Basis der Arbeitszeitaufzeichnungen, die hervorragend ausschauen, agiert, ist man manchmal, nicht immer, aber manchmal sehr schnell am Ende der Kontrolle. Es kann auch passieren, dass die Technik versagt. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel, weil ich das wirklich ganz skurril gefunden habe. Da war ein großer Industriebetrieb, wo offenbar die Arbeitszeitaufzeichnung zwar vollständig erfolgt ist, aber in den Ausdrucken, die der Arbeitsinspektor bekommen hat, war die Spalte sozusagen, wo Arbeitszeitüberschreitungen 10 Stunden und mehr enthalten gewesen wäre, die wurde einfach nicht ausgedruckt. Interessanterweise ist es dann passiert, also das System ist dann doch nicht perfekt gewesen, dass bei einzelnen Arbeitnehmern die Arbeitszeit mehr als 15 Stunden war und das wurde wieder ausgedruckt und so hat dann der Arbeitsinspektor nachgefragt, jetzt habe ich da auf einmal 5 Namen von Menschen, die mehr als 15 Stunden gearbeitet haben, gab es denn dazwischen nichts? Und dann wurde sozusagen dargelegt, wurde offengelegt, dass diese Spalte beim Druck unterdrückt worden ist und das wurde dann natürlich aufgegriffen. Der Christoph Klein hat schon auf das StGB hingewiesen, auf die Fälschung eines Beweismittels. Da gibt es vereinzelt Verfahren, ich möchte aber auf folgende kleine Einschränkung hinweisen. Der Straftatbestand im StGB ist so formuliert, dass strafbar nur ist, wer ein Beweismittel, ein gefälschtes, in einem Verwaltungs- oder Strafverfahren verwendet oder es in der Absicht herstellt, es in einem solchen Verfahren zu verwenden. Das heißt, die bloße Fälschung für sich genommen ist noch nicht gerichtlich strafbar, nur wenn ich damit die Absicht verknüpfe, es dem Arbeitsinspektor vorzulegen oder in einem Verwaltungsstrafverfahren vorzulegen. Das schränkt es ein bisschen ein, weil, wie gesagt, sobald offenkundig wird, dass es hier Fälschungen gibt und der Arbeitgeber dann aber sagt, okay, ich habe es ja probiert, ist man wahrscheinlich mit der gerichtlichen Strafbarkeit am Ende. Aber ich würde es trotzdem für sinnvoll halten, auch was da Christoph gesagt hat, vielleicht manchmal ein bisschen darauf hinzuweisen, ein bisschen Bewusstsein zu wecken, schaden könnte es nicht. Mir ist ein zweiter Punkt auch wichtig, das ist sozusagen die klassische Arbeitszeitkontrolle, die ich Ihnen geschildert habe. Auf einem sozusagen Umweg oder mittelbar kommt das Thema Arbeitszeit ganz massiv bei der Evaluierung psychischer Belastungen. Ich weiß nicht, wie weit Sie in Ihrem Unternehmen dieses Thema schon aufgegriffen haben oder begleitet haben, auch als Betriebsrat. Ich hoffe, das passiert durch die Begleitung der Betriebsräte. Aber da ist natürlich, wenn es um Arbeitsorganisation geht, wenn es um Arbeitsanforderungen geht, unweigerlich das Thema Arbeitszeit mit im Spiel. Und auch vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es wert, sich des Themas anzunehmen. Ja, und was wird kontrolliert bei der echten Arbeitszeitkontrolle? Sehr vereinfacht ausgedrückt das, was strafbar ist. Das heißt, alle jene Regelungen, die der Gesetzgeber mit der Möglichkeit versehen hat, bei der Nichteinhaltung eine Verwaltungsstrafe zu verhängen. Das heißt, wenn es entweder gar keine Arbeitszeitaufzeichnungen gibt oder diese mangelhaft sind, die Überschreitung der Höchstgrenzen der täglichen oder der wöchentlichen Arbeitszeit, die Überschreitung diverser Durchrechnungszeiträume, Ruhepausen, die entweder gar nicht gegeben werden, zu kurz sind oder zu spät gegeben werden, Ruhezeiten, die gar nicht erfolgen oder zu kurz sind, ungesetzliche Sonntagsarbeit, Wochenendarbeit, Feiertagsarbeit, Nichtgewährung der Wochenendruhe. Aber das ist ganz wichtig. Wie gesagt, ich habe das eingangs gesagt und ich knüpfe hier an, was Christoph Klein gesagt hat. Wir sind im öffentlichen Bereich. Alles, was
Gegenstand des Arbeitsvertrags ist, des Arbeitsrechts in der Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ist nicht oder darf nicht, kann nicht von der Arbeitsinspektion kontrolliert werden. Das betrifft vor allem die Frage der Abgeltung der Arbeitszeit. Also ob ich Überstunden bezahlt bekomme, kann vom Arbeitsinspektorat nicht kontrolliert werden. Das ist Sache eben der Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungskontrolle durch die Gebietskrankenkassen. Wir auch sonstige vertragsrechtliche Regelungen, wie zum Beispiel ist die Veränderung der Lage der Arbeitszeit rechtzeitig angekündigt worden, ist nicht Thema des Arbeitsinspektorates. Das Arbeitsinspektorat kontrolliert eben alles, was eventuell zu einem Verwaltungsstrafverfahren führen kann. Ich hoffe, das kann man sehen. Einfach nur, um zu zeigen, was passiert in der Wirklichkeit, habe ich Ihnen jetzt die aktuellen Zahlen aus dem noch nicht veröffentlichten Tätigkeitsbericht herausgehoben. Wir haben im Jahr 2014 etwas über 5.800 Arbeitszeitkontrollen im engeren Sinn durchgeführt. Und Sie sehen hier, der Schwerpunkt liegt tatsächlich bei Verstößen gegen die Aufzeichnungspflicht. Das heißt also entweder keine oder mangelhafte Aufzeichnungen, gefolgt von Ruhepausen, Ruhezeiten und dann Überschreitungen der Höchstarbeitszeit. Ich habe dann auch so einige Sonderfälle, weil in der Statistik wird nach Gesetzen erfasst, also Krankenanstalten, Arbeitszeitgesetz oder Mutterschutzgesetz oder KJBG sind jeweils eigene statistische Zahlen. Auf die Arbeitszeit im engeren Sinn auch ein Vergleich. Wir haben im letzten Jahr etwas weniger betriebsbezogen kontrolliert, allerdings waren von den Kontrollen mehr Personen betroffen. Also wir haben eben knapp etwas über 5.800 Betriebe kontrolliert im Bereich Arbeitszeit. Das hat knapp 50.000 Beschäftigte, auf knapp 50.000 Beschäftigte hat sich diese Kontrolle bezogen. Das ist insgesamt die Hälfte aller Übertretungen im Verwendungsschutz, was auch eine bemerkenswerte Größe war. Und zu den Branchen, wo sind die Highlights? Der Handel. Ein Drittel aller Übertretungen im Arbeitszeitrecht passieren im Handel, gefolgt mit 26% vom Tourismus und dann schon abgeschlagen Produktion und Bau. Ja, das ist so ein Highlight, ein Einblick in die Tätigkeit, und ich freue mich jetzt auf Ihre Diskussion. Dankeschön.